ist ja auch das Geile. Ich produziere gerade ein Projekt im Vorhinein fürs Abendprojekt nach Sniper Elite. Ja. Mache ich solo. Und das will ich eigentlich schon Ewigkeiten Let's Playen, aber es kam halt nie dazu. Und jetzt mache ich das Abendprojekt, weil dann. Ja, das sieht man dann. Ist aber auch eigentlich ab 16, würde ich aber erst ab 18 freigeben, aber egal. Und. Ja. Das war eine SMS. Jedenfalls, erste Aufnahme, mitten in der Nacht. Ich denke mir nichts Böses. Ja, erstmal vier fette Holztransporter. Ich habe die Aufnahme direkt neu angefangen. Oh Mann. Wieso? Was? Ja, wieso? Ich weiß nicht, was ich mache oder falsch mache oder. Aber irgendwas habe ich anscheinend falsch gemacht. Das war mitten in der Nacht. Ups. Ja, das ist das Problem bei uns im Land. Sowas wie Nachtruhe oder so gibt es hier in Wirklichkeit nicht. Achtung, Produktionsstillstand. Also bei uns ist nicht um 22 Uhr Lastwagenstopp oder so, das geht durch. Kannst auch haben, gerade jetzt im Herbst, wo es angeht mit Getreide und so, dass die mit den Traktoren irgendwann spät nachts mit 5-6 Traktoren durchfahren, weil die noch Körner trocknen fahren oder so. Oder eben reinigen oder keine Ahnung. Ja, das ist bei uns ja auch so. Wenn die Erntezeit anfängt, das hast du ja gehört, das war ja. Minutentakt. Die für den Bau zuständigen Menschen funktionieren einwandfrei. Weil halt die Wettervorhersagen so schlimm waren und die ja einfach durchgedroschen haben. Also, das ist ja jedes Jahr wieder das Schärfste, wenn sie dann anfangen, die schlechten Wettervorhersagen zu hören und dann das teilweise noch nicht ganz reife Getreide dreschen, nur weil sie Angst haben, dass der Regen alles kaputt macht. Und sich dann wundern, dass es nicht ganz reif ist und teilweise. Ja, nicht reif nicht, aber halt zu nass und dann müssen sie es trocknen. Aber. Frage, welches kleinere Übel man nimmt, gell? Ja, also es ist interessant. Ja. Scanner Baufortschritt. Ich habe, obwohl ich am Land lebe und da auch ein bisschen mitgeholfen habe, nicht wirklich Plan von der Landwirtschaft, möchte ich dazu sagen. Aber. Teilweise frage ich mich schon, wie die da auf Ideen kommen. Warnung. Steigende Kriminalitätsrate registriert. Wir wollten auch noch irgendwas erforschen, oder? Ich brauche auf jeden Fall mehr Algen in Dingstown. Da habe ich doch letztes Mal schon die Überproduktion gehabt, wo ich gesagt habe, das passt alles. Meine Produktionen laufen gerade aber gar nicht. Also 48%, 81%, 59% und 15%, wenn ich zu wenig Algen habe. Ach, die Tischsteueranlage ist gleich fertig. Ich habe doch aber extra die Algen noch abgeliefert und angeliefert. Warte mal kurz. Das ist. Ach nein, ich habe ja Nahrungsmittellabore dazwischen gebaut, weil du meintest, dass sowieso den Überschuss. Ja. Erfasst. Was ist los? Was für eine Gesellschaft wohnen wir? Homogene Gemeinschaft. Neue Technologie entwickelt. Echo Executives, Tycoon Executives, alles. Forscher. Wir haben jetzt alles. Wirtschaftsmann. Ja. Das ist jetzt ein Haufen Erfolge bekommen, die ich teilweise schon hatte. Ja. Boah, homogene Gesellschaft. Der homogene Gesellschaft, den hatte ich auch nicht, aber die anderen habe ich. Jetzt wollen sie Gold. Wollen die einfach Gold. Sehr goldig.
Diamanten, ja. Das mit den dämlichen Wortspielen hatte ich gestern erst. Geht nichts bei dämlichen Wortspielen. Ja, also dämliche Wortspiele, mit denen habe ich täglich, aber... Ja. Okay, das heißt, ich brauche ein Big Blue Bauzelt, dann kriegst du noch mehr Algen. Okay, also ab 200 minus, das mag die Leute dann doch nicht mehr kalt. Okay. Ich dachte eigentlich, dass das ewig so bleibt, aber... Entwarnung. Kriminalität eingedämmt. Gut, das Schiffchen fährt jetzt hier hoch und wird das erstaunlich, machen. Das Monument, die letzte Stufe, ist bald so fertig. Das gefällt mir. Ich bin auch. Wie schaut denn eigentlich bei den Tycoons aus? Kannst du Fundament setzen? Yes! Nice. Dafür reiße ich, glaube ich, erstmal einen Haufen Tycoon-Gebäude ab. Wieso? Reiß doch oben einfach die Straße raus, du musst doch reinpassen, oder? Bin zufällig in der Gegend. Ja, braucht hier rein. Irgendwer was? Nee, das ist viel größer. Aber ich kann da die... Ach du Scheiße, wie groß ist das wirklich? Eher so. Oh. Sehe ich da ein Siegerlächeln? Passt perfekt. Gar nicht, was mir das bedeutet. Sie wollen sich mit diesem Bau profilieren. So, jetzt sollte ich vielleicht ein bisschen was. CO2-Speicher. Plus 200 minus 160 minus. Ein totaler Baustopp kostet ist. Sie ein Vermögen. CO2-Speicher, das erinnert mich an die Gas. Das ist nicht besonders teuer. Oder? Ja, aber das erinnert mich an die Gasspeicher, die wir in Österreich haben. Wir hatten ja ein bisschen Erdöl hier. Ja. Und das haben die Russen im Zweiten Weltkrieg ausgepumpt und in den Höhlen da unten wird jetzt Erdgas gelagert. Erinnert mich ein bisschen daran. Aber wenn du da reinfällst, bist du auch tot. Da unten, ja. hast du absolut 0% Sauerstoff. Die haben mal eine Sonde reingelassen, um zu sehen, wie weit das eigentlich gehen soll. Irgendwo ist der Kontakt abgebrochen, das heißt, die Sonde liegt da irgendwo unten. Keiner weiß, wie tief das Ding wirklich ist, beziehungsweise wie es da unten aussieht. Ökobilanz. Schön. Ja, die haben das Öl rausgepumpt und im nächsten Moment das Erdgas reingedrückt. Also, ich glaube, das ist sogar die größte Lagerstätte in Europa. Bin mir aber nicht sicher. Also... Quasi geschaffene Lagerstätte, nicht natürliche. Ja. Da kann man was mitnehmen, da kann man was mitnehmen. Das brauchen wir noch. Abflug. Dann bauen wir noch ein paar Algen an. Kann auch nie schaden, oder? Immer wieder frisches Alginat. Okay, da hinten habe ich sowieso keinen Platz dafür, dann bauen wir das anders. So müsste es ausgehen und hier auch.
Na, geht sich natürlich nicht aus. Okay, so. Das wäre noch zu viel. Das heißt, ich muss das anders anbauen. Die im Eck kriege ich das nicht hin. Gebäudeauswahl vergrößert. Oh, Pharmazeutika. Ja, das ist auch eine schöne Produktionskette. Die könnte ich auch am liebsten verdrängen und vergessen. Oh Gott, ja, das ist ein Fall für dich, Wolle. Das kann's knicken, die bauen wir nicht mehr. Ich baue auch keine biotischen Anzüge mehr. Warum die zahlen so wenig Steuern? Ja, ich weiß, meine Genies auch, aber... Schaut, vergleicht das mal mit der Biotik-Baukette, die ist nochmal schlimmer, aber die beiden Ketten baue ich garantiert nicht auf. Fettschmelze. Theoretisch sollte ich selbst, aber praktisch könnten auch Sie. Einverstanden. Schmerzlicher Rückschlag. Beim besten Willen, aber manche Dinge gehen einfach nicht. Ja. Das. Ich hab einfach Lust drauf irgendwo schon, aber definitiv nicht die Nerven dazu, dass ich hier die ganze Kette aufbaue. Ich bin zwar wahnsinnig, aber so wahnsinnig auch wieder nicht. Erstaunlich, wie exakt hier gearbeitet wird, obwohl so viele Menschen beteiligt sind. So, mittlerweile ist die Dish-Stirling-Anlage ja auch fertig. Wo haben wir die Solarkraftwerke stehen? Die meisten. Also es ist ein Aachen-Upgrade, vergiss es. Hoppla. Das hat 3 Sterne. Ja, da war noch viel frei. Was bringt das Upgrade? Dish Stirling. Ja. Unterhaltskosten für Solarkraftwerke minus 30%, Energieproduktion plus 40%. Oh, das ist gut. Ja, das ist das beste Upgrade für die Solarkraftwerke. Ja. Es ist nur arschteuer zu produzieren, das habe ich die letzten 3 Aufnahmen übergemacht. Das war das, wo ich dann immer rumgeheult habe, ja, ich brauche das und das und das. Ey, bestes Wolle. Einnahmen durch Handel bisher 1,142 Millionen Credits. Ausgaben durch Handel bisher 66.000 Credits. So, Solarkraftwerke haben jetzt 140% Energie, das heißt, sie geben so grob 170, also 168 normalerweise. Und kosten nur noch 84 statt 100. Oder so. Achtung, Produktionsstillstand. Darf ich sein Spiritag tun? Werkzeug für uns bauen. Alles im Lot? War mir ein Fest. Wie klein einem 26.000 eigentlich vorkommen jetzt schon, weil wir so viel Plus machen. Ja. Ich registriere bisher keinerlei Abweichung. So ist es immer, wenn ich anders spiele. Hm?
Tipp. Das AKW fährt jetzt auf Vollgas mit 500 Energie, das ist halt schon heftig. Ja.